Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Im letzten Part sind wir in der wunderschönen Stadt Blitzach angekommen und in diesem Part möchte ich ganz gerne in die Arena hier gehen. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, denn ich habe noch so ein bisschen was zu erzählen im Vorfeld. Und zwar werden wir uns in diesem Part endlich unser letztes richtiges Teammitglied dazu holen. So. Das heißt aber auch leider, dass einer aus unserem Team gehen muss. Und das tut mir wirklich leid, denn wir sind alle 6 Pokémon ziemlich ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Aber dieses, sag ich mal, 7. Pokémon, das muss einfach sein. Also das möchte ich unbedingt dabei haben. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass Debbie das Team wieder verlassen wird. Hier, zu diesem Zeitpunkt. Allerdings habe ich mir gestern noch mal ernsthaft Gedanken gemacht und ich bin einfach der Meinung, Staraptor ist ein unglaublich gutes Pokémon und Flugattacken können definitiv nicht schaden. Aeroas, Fliegen, Sturzflug später noch. Nahkampf ist natürlich auch super. Und ich denke mir einfach, es ist für mich praktischer, ein Flug-Pokémon dabei zu haben. Und Staraptor ist ziemlich genial. Ich habe zwar immer gesagt, dass Debbie rauskommt aus dem Team, aber ich habe es mir jetzt tatsächlich kurzfristig anders überlegt. Debbie wird bleiben. Dafür muss allerdings jemand anders gehen und das tut mir ziemlich leid, aber es trifft tatsächlich Badi. Ich liebe Gastrodon. Gastrodon ist ein tolles Pokémon, aber ich denke einfach, für die Bodenattacken haben wir Takoro, für die Wasserattacken haben wir Nils. Deswegen, Gastrodon ist super, ich kämpfe sehr, sehr gerne mit ihm, aber recht unnötig bei dieser Teamaufstellung. Und ich denke einfach, das Pokémon, was ich dafür ins Team holen möchte, ist wesentlich praktischer und ergänzt das Team besser. Deswegen, Badi, danke für alles, was du getan hast, aber du musst uns jetzt erstmal verlassen. Bitte entferne die Ballkapsel. Okay. Also, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich mag Badi. Ich habe es ja nicht umsonst ins Team geholt. Aber letztendlich denke ich, ich spiele gerne mit 2 Wasser-Pokémon, definitiv. Aber in dem Fall denke ich, es ist besser, wenn Badi uns jetzt verlässt. Auf Wiedersehen. So. Und dann wollen wir doch mal das Mysterium lösen, was denn mein letztes Teammitglied so wird. Es gab sehr, sehr viele Vermutungen, was dieses letzte Teammitglied wird, weil ich auch immer gesagt habe, dass es erst recht spät dazukommt. Also es gab echt interessante Vermutungen, aber die meisten von euch haben gemeint, es wird ein Eis-Pokémon werden, da ich Eis-Pokémon ja sehr gerne mag und weil ich ja gesagt habe, dass ich eben jetzt erst dieses Pokémon fangen werde und jetzt ist eben auch der Zeitpunkt im Spiel gekommen, wo vermehrt Eis-Pokémon auftauchen. Deswegen, die Vermutung ist vollkommen korrekt. Es wird ein Eis-Pokémon werden. Wer hätte es gedacht? Der Großteil von euch hat auf Glaceola oder Frostettie getippt, von Anfang an. Und ich liebe beide Pokémon. Ich finde die beiden richtig, richtig toll. Jedoch, am Anfang haben die meisten auf Glaceola getippt und später haben die meisten dann auf Frostettie getippt, weil ich das Evoli in Herzhofen ja nicht mitgenommen habe. Vollkommen logisch. Ich muss euch jedoch sagen, dass es doch tatsächlich Glaceola werden wird. Denn ich mag zwar beide Pokémon sehr gerne, aber ich finde Glaceola noch ein Stück toller. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall für Glaceola entschieden. Das stand gar nicht zur Debatte, muss ich sagen. Also ich habe Frostettie hier gar nicht in Erwägung gezogen. Ich wollte von Anfang an Glaceola haben. Ja, warum habe ich Evoli in Herzhofen nicht mitgenommen? Hat 2 Gründe. Zum einen wollte ich ein bestimmtes Geschlecht haben und ein halbwegs akzeptables Wesen. Und es hätte unter Umständen ziemlich lange gedauert onscreen. Deswegen habe ich es mir damals nicht abgeholt. Und warum hätte ich es mitnehmen sollen? Ernsthaft mal, ich kann es sowieso erst hier entwickeln. Ich hätte jetzt entweder Evoli einfach in die Box legen können oder ich hätte mit Evoli kämpfen können, bis dato. Und ganz ehrlich, beides ist mir nicht wirklich recht gewesen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich lasse Evoli erstmal in Herzhofen und hole es mir eben erst jetzt ab. Das hat wohl einige von euch ziemlich verwirrt. Das tut mir ziemlich leid. Das wollte ich gar nicht. Also es war nicht meine Absicht, irgendwie da ein Geheimnis draus zu machen oder euch zu verwirren. Aber scheinbar habe ich das getan. Das tut mir leid. Auf jeden Fall, unser 6. Teammitglied wird Glaceola werden. Wir können uns das Evoli auch einmal angucken. Ich habe es schon geholt natürlich. Sollte sich jetzt irgendwer fragen, warum ich auf einmal ein Evoli im Team habe, obwohl das gerade nicht der Fall war, als ich am PC war. Magie.
oder ich weiß einfach, wie man ein Video schneidet. Eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Und zwar ist das hier Lina. Level 20, so wie ich es bekommen habe, hat ein ruhiges Wesen. Das ist okay. Das heißt, der Spezialangriff wird erhöht. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und die Initiative wird gesenkt. Ist nicht das ideale Wesen. Ich hätte lieber mäßig gehabt, aber ist auf jeden Fall okay. Hauptsache, der Spezialangriff wird erhöht. Das war ernsthaft das allererste Evoli, was ich bekommen habe. Das war direkt weiblich und hat ein gutes Wesen gehabt. Deswegen, ich will mich nicht beschweren. Du kommst jetzt auch mal nach vorne. Auf jeden Fall werden wir es jetzt zu Glaciola machen. Es wird einen Moment dauern, denke ich. Ja, kurz was zu Evoli. Evoli ist ein Normal-Pokémon, was entweder die Fähigkeit Anpassung oder Angsthase haben kann. Evoli hat eine Fangrate von 45, also nicht sonderlich hoch. Allerdings bekommen wir es hier von Lana in Herzhofen geschenkt. Dementsprechend ist die Fangrate ziemlich egal. Es ist zu 87,5% männlich und zu 12,5% weiblich. Das heißt, ich hatte schon riesiges Glück, direkt ein weibliches Evoli zu bekommen. Evoli kann sich mit Hilfe eines Wassersteines zu Aquana, mit einem Donnerstein zu Blitzer oder mit einem Feuerstein zu Flamara weiterentwickeln. Seit der zweiten Generation kann es sich außerdem durch einen hohen Freundschaftswert am Tag zu Psyana oder in der Nacht zu Nachtara weiterentwickeln. Und seit der vierten Generation durch ein Level-Up am moosbedeckten Felsen im Ewigwald zu Fulipova oder durch ein Level-Up am eisbedeckten Felsen zu Glaciola. Und seit der sechsten Generation gibt es dann auch noch Felinara, aber das zählt nicht, das gibt es ja noch nicht. Glaciola ist stark auf Spezialangriff ausgelegt, das sieht man, glaube ich. Ich muss sagen, Glaciola ist meine absolute Lieblings-Evoli-Entwicklung. Ich liebe Glaciola und für mich ist es auch die stärkste Evoli-Entwicklung. Einfach vom Gefühl her, ich weiß nicht warum, es stimmt wahrscheinlich nicht von den Werten her, aber ich empfinde es einfach so. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall ein Glaciola machen. Das wird jetzt noch einen Moment dauern, deswegen würde ich sagen, ich setze hier mal eben einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Lina sich weiterentwickelt. Bis gleich! So, da wären wir auch schon wieder, da haben wir das Level Up. Hey, Lina entwickelt sich. Na, ich freue mich so. Glaciola ist toll. Glückwunsch, dein Lina wurde zu Glaciola. Sehr gut. So, dann schauen wir doch mal einmal kurz. Das hier ist Lina, Eis-Pokémon. Hat als Fähigkeit Schneemantel und man sieht, glaube ich, ganz eindeutig, der Spezialangriff ist echt verdammt gut. So. Ich bin jetzt faul und fliege erstmal zurück. Allerdings in der Arena selbst werden wir Lina auf gar keinen Fall brauchen. Deswegen bekommt sie jetzt erstmal den EP-Teiler, beziehungsweise den hat sie schon. Ich gehe jetzt in die Arena, level sie nebenbei so ein bisschen. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich sie auch nochmal gezielt so ein bisschen trainieren. Aber erstmal für die Arena selbst brauchen wir sie nicht. Also ein Eis-Pokémon in der Eis-Arena muss nicht unbedingt sein. Deswegen. So, Entschuldigung, dass jetzt alles so lange gedauert hat. Aber das musste sein. Eis-Pokémon-Arena. Deswegen schicke ich mal Michi nach vorne. Der kriegt das doch mit Sicherheit hin. Also ich muss sagen, ich würde mich mit einem Feuer-Pokémon ein bisschen wohler fühlen. Aber ich denke, Michi schafft das auch. Und ich muss sagen, diese Arena ist wahnsinnig toll. Wir haben ja diesen rutschigen Boden. Und auf diesen Schneeflächen können wir stehen. Man muss dazu sagen, man kann auch hier runterrutschen. Und wenn wir rutschen, dann können wir die Schneebälle kaputt machen. Was ich super lustig finde. So. Wo können wir denn mal hin? Da ist eine Trainerin. Aber da komme ich, glaube ich, so auch nicht hin. Ich bin furchtbar schlecht da drin, hier zu rutschen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das nicht sonderlich gut. Aber es macht mir Spaß und das ist die Hauptsache. Hi. Es ist so kalt. Ich
kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren. Das ist traurig. Man muss sagen, in Diamant und Perl war die Arena meines Wissens nach gleich aufgebaut. Allerdings gab es hier sehr, sehr viele Trainer, die einfach mal keine Eis-Pokémon hatten, sondern Wasser-Pokémon. Und das fand ich furchtbar. Das war so ein bisschen nervig. Nennen wir es mal so. Was übrigens auch ein bisschen nervig ist, ist die Tatsache, dass wir nur 5 AP haben. Auf unsere einzige Kampfattacke mit Step. Ich könnte natürlich auch Nahkampf machen. Nahkampf hat keinen Step, ist aber ziemlich, ziemlich stark. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Angst, wenn Debbie eine Eisattacke abbekommt. Deswegen, ich muss mal schauen, wie ich das so mache. Aber das kriegen wir schon alles hin. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Part die Arena fertig machen. Die sind jetzt ziemlich hoch im Level, ja, aber das kriegen wir trotzdem hin, denke ich. Auch wenn wir nur 5 AP haben auf Ableithieb. Michi wird die Arena auf jeden Fall rocken, denke ich. Ansonsten, wie gesagt, ich kann auch Debbie benutzen mit Nahkampf. Was könnte ich noch machen? Notfalls könnte ich vielleicht auch Elektroattacken benutzen oder Wasserattacken. Nur auf Takoro sollte ich, glaube ich, verzichten in dieser Arena. Yay, Ruckzuckhieb. Warum nicht? Das ist auf jeden Fall besser als Heuler. Was Lina betrifft, wie gesagt, sie wird jetzt hier durch die Arena so ein bisschen gelevelt werden. Nach diesem Part werde ich sie auch nochmal gezielt trainieren, auf jeden Fall. Dann wird sie auch noch ein paar Attacken lernen. Hui! Zack! Dich habe ich noch nicht gehabt. Dich will ich bekämpfen. Ach, es geht eigentlich mit dem Boden. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde hier wahrscheinlich gleich umherirren, aber ich kriege das irgendwann hin. Irgendwann. Ja, ich werde sie dann trainieren. Sie wird auch ein paar Attacken lernen. Also sie wird auf jeden Fall noch Biss lernen. Ich glaube auch noch Eiszahn und Eissplitter. Was beides aber nicht sonderlich gut ist, weil es physische Eisattacken sind. Und physische Attacken bei Glaciola sind doof. Aber ich habe im Vorfeld schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Das heißt, ich habe Herzschuppen gesammelt. Genau genommen 2. Die kann man entweder im Untergrund bekommen oder aber wenn man am Strand, irgendwo am Strand, das Itemradar einsetzt. Das habe ich bei Weideburg gemacht und habe da ein paar Perlen gefunden und eben auch Herzschuppen. Und in Weideburg gibt es den Attackenhelfer. Das heißt, ich gehe da mit Lina hin und werde gucken, dass sie sich wieder an Eissturm erinnert. Denn Glaciola lernt auf Level 15 Eissturm. Ist nicht die beste Attacke, aber sie ist speziell und definitiv nicht verkehrt. Na toll, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich bestimmt eine andere Attacke gemacht. Ja. Wie gesagt, Eissturm ist jetzt nicht so die super Attacke, aber wie gesagt, sie ist speziell. Das ist definitiv nicht verkehrt bei Glaciola und ist mir wesentlich lieber als Eiszahn oder sowas. Und allgemein auch später einfach, um ein paar mehr AP zu haben, denn wir werden nach dieser Arena auch die TM13 Eisstrahl bekommen. Die wird Lina auf jeden Fall lernen. Und ja, viel mehr als Eisstrahl braucht ein Glaciola auch nicht. Allerdings hat Eisstrahl nicht so extrem viel AP. Und deswegen möchte ich ganz gerne zusätzlich noch den Eissturm haben. Einfach um, ich hasse dich, um zu finishen oder um beim Training einfach ein paar mehr AP zu haben. Also ich denke, dann im nächsten Part werden wir ein Glaciola auf Teamniveau haben, was dann auf jeden Fall Eissturm kann, Biss und wahrscheinlich irgendwie Eissplitter und Eiszahn oder so. Und dann werden wir uns im nächsten Part erstmal den Eisstrahl holen. Das ist das allererste, was ich machen möchte. Und dann geht es zum See der Stärke. So der Plan. Ich hoffe, das hat jetzt jeder so verstanden. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Meine Gedankengänge sind manchmal etwas merkwürdig. So dass nur ich sie verstehe. Aber das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. So, jetzt habe ich allerdings keinen Ableithieb mehr. Aber ich habe ja noch ein paar Mal Nahkampf. Das heißt, jetzt darf Debbie ran. So, dich kann ich noch bekämpfen. Ich muss sowieso vor der Leiterin nochmal raus. Meine AP auffüllen.
Deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal um die ganzen Trainer. Und den Weg kann ich mir gleich immer noch suchen. Oh, 44. Die sind schon ganz schön hoch hier. Aber das kriegen wir hin. Ich hätte ja jetzt gerne schon mal einen Galagladi mit Nahkampf, aber ich glaube, das lernt Galagladi erst wesentlich später. Da brauche ich jetzt gar nicht drauf hintrainieren. Wow, ein Volltreffer, wie gemein. Problematisch wäre es, wenn hier irgendwer ein Frostett hier hätte. Weil da kann ich keinen Nahkampf gegen machen. Wegen dem Geisttyp. Agilität? Nee, danke. Also ich hoffe mal, jeder ist mit dem neuen Team zufrieden. Wenn nicht, dann tut's mir leid, aber es muss mir ja gefallen. Und, ja. Ich denke, man kann es nachvollziehen, wie ich das so gehandhabt habe. Hatte ich dich schon? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich habe ja alles ausführlich erklärt. Und ich liebe übrigens diese Arena. Das ist meine absolute Lieblingsarena. Wer hätte es gedacht? Wobei, ich muss sagen, ich mag zwar Eis-Pokémon-Arenen, aber in Johto die Eis-Pokémon-Arena mag ich nicht so gerne, weil ich Norbert nicht so mag. Also, ich habe nichts gegen ihn und auch nicht gegen seine Pokémon, aber irgendwie, ich finde ihn unfreundlich. Deswegen. Ja. Aber auch die Arena von Nevajo City zum Beispiel, in Pokémon Schwarz und Weiß, finde ich unglaublich toll und das wird wehtun. Das wird sehr wehtun nach dem Nahkampf. Aber wir stehen noch. Das ist die Hauptsache. Zack. Wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Ich habe ein bisschen Angst vor der Arenaleiterin. Denn ihr stärkstes Pokémon ist kein reines Eis-Pokémon, sondern Eispflanze. Wie komme ich jetzt an den letzten Trainer da hinten? Und Eispflanze hat eine Vierfachschwäche, nämlich Feuer. Und ansonsten halt doppelte Schwächen, aber, ne? Das ist ein bisschen doof. Wen hatte ich denn jetzt schon alles? Ich weiß nicht. Die da unten hatte ich, glaube ich, schon. Dich habe ich auch gehabt. Nur dich noch nicht. Aber ich weiß gerade auch nicht, wie ich an dich rankommen soll. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Höchstens von da hinten. Ja, ich müsste von diesem Häufchen da losschlittern. Ah, wie komme ich an das Häufchen? Gute Frage. Müsste mal gucken, ob ich von diesem Feld da irgendwie rüberrutschen kann. Ja, die Arena ist nicht ohne vom Aufbau her. Aber auf jeden Fall machbar. Dann rutschen wir mal hier runter. Zack, zack, zack. Jawoll. Dich hatte ich, dann kann ich jetzt hier rüber rutschen. Und kann dich noch bekämpfen. Dann müsste ich alle Trainer eigentlich gemacht haben. Nee, ich fühle mich nicht geplättet. Ich rutsche gerne durch die Gegend. Ernsthaft, ich mag rutschigen Boden, also im Spiel, nicht im wirklichen Leben. Im wirklichen Leben bin ich die Erste, die sich langlegt bei rutschigen Boden. Hey Svenja, der Boden ist nass. Platsch. Also, ja. Das ist jetzt irgendwie doof, weil ich kein Ableitheat mehr habe. Ich habe gedacht, wenn jetzt irgendwie so ein Schnäppke oder so kommt, kann ich auch Psychoklinge machen. Aber mit dem Sneeble habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und das macht mir auch ein bisschen viel Schaden, um ehrlich zu sein. Also ich vermisse doch manchmal mein Feuer-Pokémon. Michi ist super, aber Michi, wow, kann in manchen Situationen leider kein Feuer-Pokémon ersetzen. Level 24, super. Noch ein Sneeble. Schicken wir mal Amde raus. Da haben wir zwar keinen Typvorteil, aber wir sind auch nicht im Nachteil. Deswegen. Aber ich finde das echt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beängstigend, dass das hier schon unser siebter Orden ist. Weil ich habe echt nicht das Gefühl, als würde ich schon, wer weiß, wie lange an diesem Projekt hier hocken. Ich habe ja hier vor Hard Gold LP und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich an Hard Gold viel, viel länger gesessen habe als an diesem Projekt hier. Ich meine, Hard Gold ist wahrscheinlich letztendlich auch länger als Platin. Also ich glaube, wie ich in Hard Gold irgendwie bei Part 40 oder so war, da hatte ich ja also die Pokémon-Liga schon hinter mir. Hat es dann aber trotzdem noch Kanto vor mir. Also das Spiel ist schon ziemlich lang.
Aber trotzdem, ich meine, wir sind jetzt ja auch schon in Part. Keine Ahnung, 39, 40, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir schon echt weit mit diesem Projekt und... Ja, es ist irgendwie komisch. Es kommt mir gar nicht so lange vor irgendwie. Es ist irgendwie, als wäre es gestern gewesen, dass ich meine Reise gestartet habe. Aber gut. Ich meine, wir haben auch noch ein bisschen was vor uns. Also, wir haben jetzt diese Arena hier, den See der Stärke. Und dann kommt noch eine, eine recht lange Stelle im Spiel, die nichts mit unserer Pokémon-Reise zu tun hat. Quasi das Finale, so ein bisschen. Ja, dann die 8. Arena, die Pokémon-Liga. Das Erholungsgebiet danach. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Definitiv. Und natürlich werde ich auch zweimal durch die Pokémon-Liga gehen, wie sich das gehört. So komme ich da auf jeden Fall nicht durch. Yay! Alle Schneebälle vernichten. Könnte ich hier auch einen kaputt machen? Nö. Also die Trainer hier zu bekämpfen ist hier eine Sache. Aber die Schneebälle kaputt zu machen, das ist eine ganz andere. Zack. Zack. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Okay, das war schon mal ganz gut. Dann machen wir es mit dem anderen Schneeball auch nochmal. Und dann haben wir nur noch die da hinten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich tue mich wahnsinnig schwer mit den Schneebällen, die da hinten noch liegen. Ich weiß nicht warum, aber ich kriege das nie auf Anhieb hin. Irgendwie kann ich mir das nie so merken. Aber da ist auf jeden Fall einer schon mal kaputt. Kann ich das bei dem anderen auch machen? Aber nee, da ist ja so ein Stopper. Wie komme ich da an die Schneebälle? Von da aus? Jawohl. Okay, war gar nicht so schlimm. Habe ich irgendwie schlimmer in Erinnerung. Ich rutsche immer so komplett orientierungslos umher und habe nie eine Ahnung, was ich hier tue. Aber ich komme irgendwie an mein Ziel. Das ist die Hauptsache. So. Wollen wir mal sichern. Die Frage ist, womit fängst du an? Du fängst mit Sneebel an? Glaube. Ah. Problem ist einfach, Galagladi gegen Sneebel ist nicht so toll. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall mit Debbie starten. Wenn Debbie dem Sneebel so einen Nahkampf reinwirkt, das sollte hinhauen. Ich meine, sie startet mit Sneebel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie hat auf jeden Fall einen Rex Blizzard, einen Sneebel und einen Meditalis. Da bin ich mir recht sicher. Vielleicht fängt sie auch mit Schneebedeck an. Ich weiß es nicht. Ich werde es ja feststellen. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Das werden wir noch sehen. Aber ich mag Frieda, finde sie toll. Ah, doch, Sneebel, okay. Level 40, das sollten wir hinbekommen. Die Frage ist, ob Debbie schneller ist. Das weiß ich nicht. Aber ich werde es jetzt herausfinden. Nein, wir sind nicht schneller. Das ist ärgerlich. Weil das wird schon so ein bisschen Schaden machen. Volltreffer? Ja. Weil ich meine, Eissplitter hat jetzt nicht so die enorme Basisstärke. Ist physisch. Also durch den Bedroher abgeschwächt. Das konnte nur ein Volltreffer sein. Wow, okay. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem Volltreffer. Jetzt kommt Rex Blizzard. Gut. Rex Blizzard hat genau eine Vierfachschwäche, nämlich Feuer. Und ansonsten nur doppelte Schwächen, ob es jetzt Kampf ist oder Flug oder was auch immer. Normalerweise habe ich keine Angst vor dem Ding.
auch wenn es lilafarbene Augen hat. Normalerweise mache ich einmal Flammenwurf und das Ding ist weg. Nur habe ich keinen Flammenwurf. Das heißt, ich kann keine Vierfachschwäche ausnutzen. Das ist ein bisschen doof. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Autsch. Ja, aber der Rückstoß war jetzt schon ziemlich heftig. Und selbst ohne Rückstoß sollte mein Ableithieb ausreichen. Du heilst dein Pokémon. Na gut, ich heile mich jetzt auch durch den Ableithieb. Das passt schon. Und ich bin schneller, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, ich habe nichts zu befürchten. Aber echt, die lilafarbenen Augen sind schon so ein bisschen gruselig, ne? Wie wird zurückgerufen? Danke. Danke für diesen wunderbaren Wechsel. Ich habe ganz vergessen, dass sie einen Frostdead hier hat. Jetzt, wo ich sie sehe, fällt es mir wieder ein, aber ich habe es komplett vergessen, dass sie eins hat. Was machen wir gegen Frostdead hier? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das hat sie jedenfalls in Diamant und Perl nicht gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bin gespannt, welche Taktik sie jetzt benutzt. Ah, okay. Sie nutzt also den Hagel aus. Das macht mir ein bisschen zu viel Schaden. Da fällt mir ein, ich hätte eigentlich Nils rausschicken sollen. Das wäre wesentlich schlauer gewesen. Ja, wäre es. Okay. Ich bin auch dämlich. Ernsthaft mal. Wenn ich schon ein Stahl-Pokémon im Team habe, was effektiv gegen Eis-Pokémon ist, wieso setze ich es da nicht ein? Reden wir nicht mehr darüber. Ich meine, ich habe eine super Stahlattacke. Ach so, jetzt kommst du mit der Taktik. Schon klar. Vor allem der Blizzard macht Nils nicht wirklich viel aus. Und die Lichtkanone sollte ordentlich Schaden machen. Wie findest du denn das, Frostdead hier? Hm? Ist das schön? Ja, doch. Jetzt hast du definitiv ein Problem. Also da hätte ich echt dran denken müssen. Aber ich sehe Empoleon irgendwie als Wasser-Pokémon. Ich vergesse den Stahltyp so oft, weil ich den fast nie ausnutze. Aber wenn ich schon so eine gute Attacke habe, dann sollte ich die auf jeden Fall auch einsetzen. Hätte ich mir gar nicht so viele Gedanken machen müssen wegen dem Frostdead hier. Und das war ein unnötiger Volltreffer. Den hätte ich vorher gerne gehabt. Okay. Also zwei Pokémon sind schon mal weg. Michi hat 42 erreicht. Lina hat 25 erreicht und es hagelt. Das sind doch schöne Aussichten. Die Frage ist, was kommt jetzt? Jetzt kommt kein... Ah, du hast gar kein Meditalis? Ich dachte, du hast eins. Oder hast du nur in Diamant und Perl eins? Das kann auch sein. Dann hat sie hier eben ein Keifel. Ich hätte auch Surfer machen können. Naja, bleibt sich, glaube ich, recht gleich. Oh, ist das gemein. Das ist ein bisschen KP. Oh, du kannst Erdbeben. Das tut gut, definitiv. Mhm. Okay. Ich will jetzt, bin ja fast versucht, Wasserdüse zu machen, um dieses Keifel zu finishen. Aber dann gibt's einen Trank. Und, nee. Das ist es mir dann doch nicht wert. Jetzt sehe ich zumindest, ob sie den Trank benutzt oder nicht. Und ja, tut sie. Okay. Dann habe ich richtig gehandelt. Weil Nils wäre so oder so K.O. gegangen durch den Hagel. Deswegen konnte ich mir jetzt überlegen, ob ich das Keifel mitnehme oder nicht. Aber das war schon alles gut so. Dann machen wir jetzt mal Surfer.
und schauen, wie viel Schaden das macht. Bisschen mehr, okay. Das ist ein doch recht harter Kampf, muss ich sagen. Also das ist so einer der Arena-Kämpfe, den ich eigentlich als recht leicht in Erinnerung habe. Und trotzdem tue ich mich hier so ein bisschen schwer. Wobei, wenn sie ihr Pokémon nicht gewechselt hätte, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Aber sie hat schon ein recht interessantes Team. Also ich mag Frostettje, ich finde Rex Blizzard super. Kann man nicht meckern. Dein Notfall-Pokémon? Naja. Das war in Diamant und Perl auf jeden Fall Meditalis. Da kam der Spruch nämlich auch. Und das war's. Gut. Ist auch schon ein recht langer Part. Das tut mir leid, aber das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende machen. Level 26, super. Du magst mich, das ist schön, ich mag dich auch. Wow, du bist klasse. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir das hier noch geben. Hier haben wir den Vierenorden. Was das für ein Orden ist? Das ist der Vierenorden. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Oh, und hier habe ich auch noch etwas für dich. TM72. Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Ja, ist aber, meine ich, auch eine physische Attacke. Aber gut. Das war unser siebter Orden. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich werde ein paar Vorbereitungen treffen für den nächsten Part, also Glaciola trainieren und sowas. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.